Den Mag mag mich doch nicht. Lässt die einfach durch, weil jetzt werden der Venus-Provinzen auch belagert. Das Römische Reich sieht auch interessant aus. Oder was davon übrig ist. Ja. Dänemark, Bayern und was ist das da? Bregenz. Es gibt ja nur noch einen Fürst. Bregenz, also ein Prinz und ein Fürst gibt es nur. Ja, und hat den Kaiser. Ich meine. Ich auch. Aber Bayern unterstützt Frankreich für den Thron. Oh, was? Oh. Ja. Obwohl ja. Bayern untertan ist von Dänemark, hä? So sieht's aus, ne? Was zum Fick geht hier falsch? Was ist das hier alles? Hä, normalerweise ist es doch so, wenn du einen Untertan hast als Fürst, der wählt automatisch über dich. Normal sollte er das tun, ja. Vielleicht mögen die sich okay. Nicht. Vielleicht Familienstreitigkeiten oder so, weiß ich nicht. Oder, aber das ist doch eine Personalunion, das ist doch beides der gleiche Herrscher. Gespaltene Persönlichkeit. Ja, könnte man jetzt eine psychologische Arbeit drüber schreiben. Ich unterstütze mich nicht. Ich kann mich gar nicht ausstehen. So, der Titel der Doktorarbeit, die Perfektion des Selbsthasses. Ich hasse mich selbst und ich habe kein Problem, einen sehr großen Krieg deswegen anzufangen. Ja, gegen mich selbst. Ich befehle meine Männer, sich selbst zu schlagen. Ja, ich glaube ja, es wird aber interessant, wenn Frankreich noch den Bonus vom Kaiser bekommt. Boah, Ding. So stirbt mir jetzt mein Herrscher. Wie soll diese Unverschämtheit? Was ist los, der Fino? Läuft doch nicht so, ne? Ich habe jetzt eine Schlacht verloren. Mein Herrscher ist zu früh gestorben. Toll. Zum Glück habe ich eine Frau. Wie macht das? Die Disziplin bloß 5. Ach komm. Es müsste mal noch gemein sein. Ich könnte als Großmacht im Krieg intervenieren oder Kondetterie senden. Also langsam, ne? Dafino, ich habe jetzt gerade hier sehr gute Bedingungen. Geht komm, Böhm. 10.000 Gold und ich schick dir Truppen. Ist gar nicht notwendig. Gib auf. Also, naja, hast du auch beobachtet, Delfino, wie viele Truppen Böhm ausgehoben hast? Das waren ja mindestens 100.000 oder so. Und jetzt heben sie schon wieder fast 15.000 aus. Was sind denn das? Sind das Söldner? Nee, sind keine Söldner. Das sind normale Truppen. Boah. Jetzt verliert Delphi nur eine Schlacht nach der anderen. Dann soll er mal hier Ende machen. Ich will es angreifen. Wenn er ihn nicht gewinnen kann, sollte man Schluss machen. Aber jetzt sind wir noch nicht. 2 Jahre noch, dann greife ich Cordoba wieder an. Irgendwas muss man ja hier machen. England würde mitkommen, aber Delphi hängt das alles auf. Warte. Warte mal kurz. Wem ist ein Cordoba verbündet? Wem willst du angreifen? Die Rabaditen? Aber pass auf, Cordoba ist Verteidiger des Glaubens, ne? Steht hier nicht dabei. Welches Glaubens? Des Sunnitischen. Hä? Aber das steht hier nicht dabei. Ja, so ging es mir vorhin auch, als ich Ägypten angegriffen habe. Auf einmal war Cordoba doch drin, wegen Verteidiger des Glaubens. Ist Cordoba noch stark? Ja, sehr, aber warte mal kurz 2 Jahre, denn ich will Cordoba angreifen, dann wäre Cordoba mit Frankreich, England und bla 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 im Krieg und... Kannst du England rauslassen? Ich will die reinrufen. Ja gut, dann lasse ich England raus und du greifst dann von Osten an, weil Ravadin würde auch gegen mich scheuen, weil die... Und so weiter und so fort. Also der Fino ist noch 2 Jahre. Weil dann könnten wir versuchen, hier einen Zwei-Fronten-Krieg zu machen, um die KI so ein bisschen zu teilen. Ja, ich kann wohl am besten angreifen. Der Osten ist mal wieder dicht, dank Tank. Ja, ich meine, aber hier ist es.
dass die Truppen sich vielleicht so ein bisschen aufspalten. Ich rüste ja gerade ganze Zeit schon auf. Ganz schön teuer, ey. Oh, dann Stack ausheben. Ich mach mal Gebäude erstmal. Ich sehe Tempelstadt Unruhe minus 5. Das hätte ich gern mal irgendwann überall. Und das Problem ist hier in Nordafrika, die Provinzen sind nicht so gut entwickelt, ey. Muss ich aufpassen wegen dem Verschleiß. Alter, was hat denn Böhm da für Truppenverbände? 200.000 und die heben, die hören gar nicht auf, Truppen auszuheben. Schon wieder hier so ein 15er Stack einfach gespawnt. Mhm. Boah, ey, was machen die denn? Sabadin, Rabadin sind mit Siadin und Iberien verbündet, aber nicht mit Ägypten. Das würde heißen, Ägypten würde nicht joinen. Nur Cordoba. Das heißt, dann wäre Ägypten dazwischen. Was ist denn überhaupt? Ja, gut. Gab es irgendwo Religionen? Religionen. Aber Irak ist mit Ägypten verbündet. Okay. Iberien verteidigt den sunnitischen Glauben. Was? Was, Iberien ist es jetzt? Ich war es vorher auch. Was? Dann dürfte der Cordoba eigentlich jetzt nicht joinen. Honky Tonk. Ich hatte den Krieg abgelehnt und dann hat Cordoba übernommen. Also dann wird mir der Verteidiger des Glaubens aberkannt. Warum hast du ja, den klar, dann Cordoba hat sofort übernommen, deswegen war das so. Warum hast du den überhaupt? Oder irgendwie schätze ich mal so, dass es so gelaufen ist. Warum hast du den überhaupt? Weil der Bonus bringt. Ja, aber du wirst in jeden Krieg reingezwungen, wenn ein Sunnit angegriffen wird. Ja, und der Bonus ist auch noch scheiße. Bisher war das nicht so. Ich bin Verteidiger des katholischen Glaubens und da kriegst du einen guten Bonus hier mit Moral und alles. Ja, aber kriegst du nicht auch ich krieg ja auch Moral. Technologien und so. Ja gut, 5% ist jetzt nicht wirklich viel, weil durch meine nationalen Ideen krieg ich ja wieder einen Buff, dass es ausgeglichen ist. Aber mir geht's ja hauptsächlich darum, hier, dass ich höhere Wahrscheinlichkeit Papst werde, wegen hier diesem Kreuzzug, weil der Kreuzzug mir gibt echt gute Boni. So, ich bin nationale Rekrutenreserve plus 30% und alles. So. Ich kann gar keiner werden. Mir gibt's keinen Teil des Glaubens. Unser Glaube brauchst du was nicht. Wir sind stark. Boah, ey, Delfino, deine Truppen werden aber ganz schön geschreddert, du. Oh. 15, ja, können wir auch in Provinzen gehen. Ungarn hat jetzt Böhm sogar Konditorie gegeben. Sie schicken jetzt alle Truppen hier rein. Zu schade, dass ich die nicht sehe. Ich kann ihnen auch noch Konditorie anbieten. Hogitong macht alles für Geld und verrät sogar seine Freunde. Ich hab keine Freunde. Ihr seid nur nützliche Schachfiguren, ne, sagst du? Noch ein Jahr, dann ist der Waffenstillstand mit Cordoba beendet. Warte mal, kann ich eigentlich... Was ist denn, wenn ich jetzt die Rabadinen angreife? Warte nicht, was ist denn? Dann würde England und Ungarn mitmachen. England, wenn ich die Ägypter angreife, was würde dann... Da hätte gar keiner Bock, weil die alle noch Waffenstillstand haben. Und bei Cordoba hätte auch keiner Bock, weil die auch noch Waffenstillstand haben. Na nun komm, Iberien, mach mal. Ja. Ich bin ja gleich soweit.
Weil ich glaube, nach dem Krieg hat Iberien, also Delfino, garantiert keine Rekrutenreserve mehr, wenn das so weitergeht. Nee, dann ist es vorbei. Weißt, der schreddert ja gerade seine Truppen, bis zum geht nicht mehr. Ja, die Ravaninen auch, also da wird Honkytonk ein leichtes Spiel haben. Ach, als ob. Als ob die KI so Dinge wie Rekruten das haben interessiert. Du wirst es schon leichter haben als normal. Ein bisschen. Oh, ey, Delfino, ey, deine Truppen, Junge, die gehen ja drauf. Ja, die haben einen guten Kampfgeist, aber die schaffen es leider nicht. Dein Verbündeter, der stellt sich ja auch gerade wie ein Volldepp an. Der schickt ja nicht mal seine Truppen rein zur Unterstützung. Obwohl er schon daneben steht. Ach, Tang hat gewonnen. Oh, welche Überraschung, ne? Ja, ne? Yay, ich bin 600 über dem Regierungslimit. Boah, was ist denn für Abzüge? Ich bin gerade mal 38 drüber und das kostet mir schon plus 3,6% Stabilität, minus 1,8% Steuern. Ja, gar nichts. Ich habe plus 1,25 Unruhe. Minus. Aber diese aggressive Expansion, das tut weh. Ja, aggressive Expansion, plus 15,6%. Das ist schon viel, ne? Ja, ich habe aber ja noch diese Religionsding, die Gottheit. Ja, aber trotzdem. Trotzdem tut das weh. Ja, was soll ich machen? Ich habe ja schon... Also mein Verwaltungsgebiet auf einer Kosten hat schon 136. Könnte ich noch zweimal machen, aber die ist auch nur ein Limit plus 20 dazu. Oh, Delfino, mach doch weißen Frieden, ey. Er hat doch plus 23. Du kommst doch keinen Meter voran, ey, wirklich. Er hat doch plus 23. Ich will ja mit Böhmen weißen Frieden machen. Aber die machen doch nicht. Ja, mach Gesamtfrieden. Ja, natürlich machen die nicht, wenn die einen Krieg nach dem anderen, eine Schlacht nach dem anderen gegen dich gewinnen. Was plus 23? Natürlich machen die. Mach doch einfach mit allen Frieden guck mal. Und guck, ob du eine Provinz bekommst. Guck doch mal, ey, du wirst doch gerade überrannt. Ja, jetzt erobern die alle Provinzen zurück, dann befreien sie die Ukraine, dann hast du null Warscore. Machst du Frieden schließen mit und dann kriegst du vielleicht nur eine Provinz von der Ukraine. Ja, und guck mal, die Ukraine hat Ansprüche auf dich. Also, wenn die jetzt zurückerobern, dann holen die doch Provinzen von dir. Das ist halt eine Provinz oder zwei. Was da Moment. Bekommt. Gleich. Ja, er glaubt fest dran. Er zieht durch. Er zieht durch. Bis zu seiner Hauptstadt zieht er durch. Ja. Ich warte noch auf eine Sache. Ja, warte mal nicht so lang. Ich bin echt nett, dass ich dafür ohne. Dass ich so lange warte, ist echt nett von mir. Ja. Oh. Davon mache ich vom Krieg ja auch nicht mit. Das ist auch nett von mir. Oder nicht? Ist doch auch nett. Ist wahrscheinlich eher nett, dass ich dich nicht komplett zermatsche danach. Also Böhm hat nur noch minus 4 gegenüber ihr. Delfino, also. Ja, die werden nicht so schnell einen Frieden annehmen. Ja, wenn er Gesamtfrieden macht, zählt das ja besser. Ja. Die kriegt er vielleicht noch eine Provinz. Also aber er sollte sich langsam mal sputen. Ja, er fühlt viel zu lange in den Krieg. Was hat Iberien denn noch? Iberien, Militär. Ja, Iberien hat keine Rekrutenreserve mehr, das ist immer gut. Nee, jetzt nicht mehr. Sind gerade ausgelaufen, die letzten. Ja, das ja jetzt tut's. Jetzt wird's schmerzhaft, wenn du jetzt Schlachten verlierst. Ja. Iberien hat auch nur 102% Disziplin, das hat auch nichts. Weißt du, was noch mehr wehtut, Delfino? Dass du da 112.000 Mann auf einen Punkt zu stehen hast. Ja, das ist so. Ja, das ist jetzt bloß temporär so, ne?
Irgendwie für die Schlacht. Ja, die Rekruten selber wegbekommen. Das gewinnt Böhm. Ach scheiße, jetzt gehen die da runter. Das sollten die nicht machen, die sollten die Burg erobern. Na gut, das gewinnen wir. Doch. Ich sehe es zum Glück nicht. Aber trotzdem tut's weh. Wenn du keine Manpower mehr hast, dann. Ja, aber dafür wird da oben gerade dein Verbündeter geschleudert. Ja, na, Moment. Gucken wir erstmal an, was wir machen können. Nicht viel. Naja, plus 24, ja. Geht schon. Ah, vorhin konnte ich schon eine Provinz nehmen, jetzt aber allerdings nicht mehr. Vielleicht muss ich dann doch nochmal. Haben die zufällig eine Festung oder so zurückerobert? Oder vielleicht ein Kriegsziel? Na, hier, Böhm hat hier oben eine Festung von ihm erobert. Ja. Das ist immer nicht gut. Tula. Ja, dann müssen wir mal kurz dran hier, ne? Ganz kurz. 25, ja. Geht bis ans Limit. Bis es das Limit nicht mehr gibt. Er hat ja noch 96.000. Ja, aber ohne Rekrutenreserve tut jede Schlacht dann weh, ne? Oh ja. Er kann sich ja Söldner kaufen, er hat doch Geld, oder? Ich hab Kredite. Mittlerweile wieder. Ja, aber Krieg ist ja immer teuer, ne? Und so. Junge. So, der Waffenstichstand ist vorbei mit Cordova. Ja, komm, Böhm. Du hast doch gleich keine Lust mehr. Jetzt komm, mach mal hin, Delphi. Böhm hat gleich keine Lust mehr. Ja, er hat gleich keine Lust mehr, glaub mir. Oh, warte mal, ich schick dir mal ein bisschen Gold. War nein, schwarz. Ich schick mir auch Gold. Ihr kauft euch Söldner. Außerdem aggressive Expansion plus 15% in die Unruhe minus 1. Ah, das ist natürlich auch schon. Pass auf, Delfinio. Böhm hat gleich wieder eine Festung von dir erobert. Hier, Rajasan, oder wie heißt? Provinz von Eredi und Heiden, die uns keine Mali. Mali? Aber was nehme ich denn da jetzt? Na komm. Ich bin religiös, aber relativ einig. Ist raus. Boah, das war aber knapp, du. Ja, 27 zu 26 positiv. Habe ich angenommen. Ich sag dir ganz ehrlich, zwei Niederlagen, also ein Schlachten weniger und das Ding kette zurück. Ja, es war ja unentschieden, es war ja ausgeglichen mit den ganzen Truppen. 460 oder wir hatten 464 und zu 462 oder so. Also das mit der Rekrutenreserve hätte dich killen können. Ja, mehr war nicht möglich. Boah, das war echt ein Ritt auf der Rasierklinge, also. Was macht Tongi-Tong jetzt? Ich muss kurz hier noch Regierungsfortschritt wählen, weil ich ein Event habe, wo mir Regierungsfortschritt abgezogen wurde. So, also, du kommst nicht mit in den Krieg. Habe ich das richtig verstanden? Ich bin ja noch im Krieg. Bist immer noch in deinem... Ja, gegen Ukraine muss ich doch gewinnen. Kannst du das alleine schaffen? Ja. Theoretisch schon, aber warten wir noch die paar Monate. Hast du eigentlich noch einen Diplo-Slot frei, Honkito? Nein, wie oft denn noch? Das fragt mich der Feeling auch ständig. Die Antwort ist immer gleich. Nein. Ich habe 4 von 4. Minus 8 Unruhe. Läuft. Jetzt komm, mach mal hin, ey. Ich warte schon ewig.
Aber ich überrenne dich einfach mit. Hast eh nichts mehr. Dein muss ja noch zwei Festungen erobern und dann. Dafür hast du doch gar nicht mehr gekommen, aber. Das reicht noch. Okay, wir haben das Postenbauen. Ach, 60 mal im Monat. Ich stelle mir schon meine Generäle weg.